Na gut, dann suchen wir mal das gierige Etwas. Was zur Hölle ist das? Und ich wollte gerade sagen, dann suchen wir mal das gierige Etwas, das doppelt so viel haben will wie der andere. Also hier sind zwei Wesen, wenn man die fliegenden Hände so nennen will, die das Schwert festhalten. Und wer will das Doppelte? Wahrscheinlich der Blaue, Naja, sprechen wir mal an. Hey, du, befreie mich aus diesen Händen. Ich kann ihre Berührung nicht länger ertragen. Du kannst sprechen? Dann musst du eine mächtige Klinge sein. Warum bittest du gerade mich um Hilfe? Du gehörst nicht zu den Leuten des Kriegsherrn. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn sie in der Nähe sind, wird meine Klinge unruhig. Es verlangt mich nach ihrem Blut. Ein Schwert, welches seine eigenen Feinde hat. Es gibt einen, dessen Untaten ich ihm gerne zurückfahren würde. Wie bist du in die Gefangenschaft dieser Hände geraten? Und denke daran, ich kann spüren, wenn ein Schwert mich anlügt. Wenn dein Schwert aber so schwach wie dein Humor ist, dann hätte ich wenig davon gehört. Der Kastellan hat mich hierher verbannt, damit ich ihn nicht in Garaus machen kann. Bist du sicher, dass du das kannst? Meine Klinge hat eine Macht, die selbst der Kastellan nicht ignorieren kann. Erzähle mir mehr über deine Klinge. Man nennt mich Seelenwerk. Kein Holz, Metall oder Stein kann meiner Schlagkraft widerstehen. Die Rüstung des Kastellans soll undurchdringlich sein, aber das gilt nicht für mich. Würdest du mir deine Befreiung mit Loyalität vergelten? Finde einen Weg, dich zu befreien. Alles, was ich verlange, ist eine Begegnung mit dem Kastellan. Ah, und wenn kein Metall, Stein, Holz, was auch immer ihr widerstehen kann, dann können wir mit ihr vielleicht auch diesen einen Baum zerhacken. Ich werde herausfinden, wie du befreit werden kannst. Dann verschwende keine Zeit mit weiteren Worten. Ich erwarte deine Rückkehr. Was hast du zu sagen? Zwei Hände halten eine edle Klinge. Einer voller Gier will Gold. Gibst du ihr drei, ist dieser Teil frei. Noch ein Mathe-Rätsel. Also, eine Hand will drei, die andere will doppelt so viel. Richtig? Zwei Hände halten eine edle Klinge. Eine voller Eifersucht will das Doppelte. Gewährst du es ihr, gehört dieser Teil dir. Also 9 Münzen. Das könnte knapp werden. Vielleicht hätten wir doch nicht alles beim Händler kaufen sollen. Also, eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habe ich mich gerade verzählt? Ah, da haben wir noch eine. Nee, aber gut, wir haben anscheinend genügend Münzen, um das zu lösen. Und ich denke mal, die hier ist die gierigere, denn die zappelt viel mehr rum als die grüne. Also, gespeichert haben wir gerade eben erst, schmeißen wir jetzt hier 3 Münzen rein. Das können wir gar nicht. Na gut, schmeißen wir hier 3 Münzen rein. Eins, zwei, drei. Oh, das ist doch die grüne, die gierige. Sieht irgendwie bedrohlich aus. So, und jetzt hier 6 Münzen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aber schön, dass wir Stichwaffen so hoch haben. Das wird bestimmt eine richtig mächtige Waffe sein. Oh, das war's schon. So, du fliegende Schwert. Komm mit. Endlich frei. Ich höre meinen Ruf noch so laut, dass der Kastellan vor seinem Klang einschüttet. Hihihihihi. So, erstmal vergleichen. Unsere jetzige Klinge macht 2d8. 3d12 und plus 2 Stärke. Nee, plus 2 Macht, das ist Magie.
Na gut, schaden wird's nicht. Aber wir haben jetzt eine richtig schöne neue Klinge. So, geht's hier weiter? Nee, hier war nur das Schwert eingefangen. So, jetzt waren wir hier überall. Gut, dass wir das letzte Stückchen hier noch übrigens erforscht haben. Jetzt können wir hier zu dem Baum und da mal drauf einhacken. Mal gucken, ob meine Theorie stimmt und wir dadurch den Ast bekommen. Ah, jetzt müssen wir gleich wieder durch dieses doofe Rätsel durch. Quatsch, durch den doofen Dreher durch. Das speichere ich lieber nochmal ab. Nicht, dass wir die ganzen Dialoge noch machen müssen. So, schnell weg von dem bösen, bösen Dreher. Schwing, schwing, schwing. Oh, der Pieksding, ne? Keine Seitenschläge? Ah, doch. Erinnert ein bisschen an Daggerfall, die Animation. Aber Daggerfall kam vorher. So. Glaube ich zumindest. Und da ist der Baum. Irgendwo. Oder? Ja. Tada! Wir haben was abgeschlagen. Holz vom Baum des Bösen. Schön, schön. Questsack. Oh, ich habe in den Kommentaren gelesen, das eine Horn war dafür da, Türen zu öffnen. Horn des Durchgangs. Öffnet jede Tür. Ach. Ja. Und es wurde gemutmaßt, dass die Ladung durch meine komischen Versuche mit dem Baum schon verschwunden sind. Aber Gott sei Dank sind sie noch drauf. Also wird wohl nur verbraten, wenn man auch trötet, wenn eine Tür da ist. Jo. Also sehr praktisch. So. Schild in die Hand. Also, wir haben den Ast. Können wir noch mehr packen? Nö, mehr will der Baum wohl nicht hergeben. Also wir haben neue Rüstung, wir haben neues Schwert, wir haben neue Questgegenstände, wir haben praktische und magische Gegenstände. Das hat sich doch auf jeden... Hat sich doch auf jeden Fall gelohnt hier. So, jetzt aber raus. Nicht zur Frau, wir wollen einfach nur raus. Und dann schauen wir, welchen Dungeon wir uns als nächstes vorknüpfen. Wir haben da jetzt ja eine Wahl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die Steinfeste oder... Ja, was oder? Ich glaube, wir haben doch keine Wahl. Gucken wir auf die Karte gleich. Genau, frische Luft. Oh, zwei Magiestufen. Nehmen wir mal Leere und Leere. Und... keine Waffenstufe. Schade. Na gut. Also, wir sind jetzt hier oben gewesen und haben von da aus die Burg des Bösen gesehen. Da kommen wir wahrscheinlich erst durch irgendwas Magisches oder Questgegenstandartiges hin. Denn hier bei der Brücke gab es keine Möglichkeit, nach Norden zu gehen. Was ist eigentlich hier für ein Krater? Ach so, das wird der Krater sein, wo das Geschenk für den Kriegsherrn runtergekommen ist. Aber da ist nichts eingetragen, dass man da hingehen könnte. Amboss der Dämmerung. Ach so, das ist der Anvil of Dawn. Gut, also, dann bleibt anscheinend nur die Felsenfestung. So viel zur Qual der Wahl. Oh. Und in den Kommentaren habe ich noch gelesen gehabt, dass den Weg, den ich gegangen bin über den Baum, nicht der einzige Weg war, den man gehen konnte. Also es ist nicht der Standardweg, den man geht, angeblich. Jetzt weiß ich nicht ganz, was der Standardweg gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten wir hier noch irgendwelche Questgegenstände finden sollen, vielleicht unten bei dem Gargoyle, und dann über die Brücke gehen. Dann hätten wir von vornherein schon hier hingehen können. Aber genug gemutmaßt. Wir suchen einen Kastellan und der ist wahrscheinlich entweder auf der Burg oder hier im Tempel. Oh, wir sind immer noch vergiftet. Ja,
Ja, mit dem Heilen des Giftes warte ich auch erstmal. Obwohl, nee. Ich wollte gerade sagen, warte ich erstmal, um zu gucken, ob die Gegner in der Felsenfestung vielleicht auch vergiften. Aber das merke ich ja nicht, wenn ich schon vergiftet bin. Also, ja. Na nü? Da sind ja noch Gegner eingezeichnet. Haben wir hier etwas übersprungen? Schaut so aus. Ah, genau. Das sollte eigentlich noch auf meine Liste rauf mit Sachen, die wir noch erledigen müssen. Es gab hier ja diese Einbrüche im Boden, also diese Löcher. Genau, und über die können wir jetzt rüberfliegen. Wir haben ja einen Zauber dafür bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein paar Gebiete im Dungeon erforschen, wo wir vorher noch nicht waren. Jetzt muss ich mich nur erinnern, wie wir da wieder hinkamen. So, hier sind noch die drei Bienengegner. Die knöpfen wir uns jetzt mal vor. Nur um so zu testen, wie gut die Waffe wirklich ist. Also sie ist auf jeden Fall schon stärker, aber... Also es ist jetzt keine Überwaffe. Wie viele Golddinger haben wir noch? Das war der Questsack. Das ist der falsche. Drei Goldsymbole. Ach ja, da gönnen wir uns doch mal ein. Zumal dadurch, dass das Gift gleich weg ist. So, euch beiden da oben lassen wir stehen. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, wir müssen jetzt wieder nach oben, aber nicht über den. Sondern... Boah, nee. Ach doch, also hier rum, darum. Da hoch. Ich hätte gerne eine Pickaxt, mit der man durch die Wände schlagen könnte. Dann könnten wir einfach hier durchgehen. Ha. Den Windzauber, den wir bekommen haben, der war nur zum Fliegen, oder? Ja, ich glaube schon. Sonst wäre das richtig praktisch, wenn wir so eine Art Luftgestalt bekommen, mit der wir durch sowas durchzwängen können. Das oder eine Kettensäge. So, also runter. Gleich kamen die ganzen Türen, die sind zu. Okay, dafür war der Schalter hier vorne. Klack. Immer noch zu. Und klack auf. Na, mal gucken, was jetzt hinter diesen Fallgruben ist. Also ob das jetzt nur irgendwas ist als Bonus, also irgendwelche magischen Gegenstände oder... Ist da noch was in der Truhe? Nee. Also ob das irgendwelche Bonusgegenstände sind oder ob da irgendwas Quest-mäßiges ist, was wirklich wichtig ist. Weil nicht jeder spricht vielleicht diese fliegende Frau an und nicht jeder benutzt dann auch den Zauber, um über die Dinge rüberzukommen. Also schwer zu sagen, ob die Designer da jetzt irgendwas Wichtiges hinpacken oder nicht. So, hier war eine Tür, die nicht aufging. Ja, hier haben wir ein bisschen Müll deponiert. Können wir dich da durchwerfen? Nö, können wir nicht. Ja, ich glaube, wir hatten letztes Mal schon mal rumprobiert, wie man das Ding aufkriegen könnte, aber... Keinen Weg gefunden. Aber testen wir nochmal. Wie viel wiegt der Sack jetzt? 40 Kilo. Nur? Mit dem ganzen magischen Schnickschnack da drin. Wie viel haben wir jetzt noch? Oh. Was wiegt denn so viel? Oh, 25 Kilo. Ich will nicht schon wieder einen Steinblock verballern. Der wiegt nur 1 Kilo. So ein Steinbrocken wiegt 10 Kilo. Oh, das klappt dann ja doch. Ja, das wurde auch in den Kommentaren geschrieben. Dass ich nicht jedes Mal so einen dicken Steinbrock verbraten muss, sondern ich muss halt immer nur wirklich genug Gewicht dabei haben. Am Anfang hatte ich die Theorie, entweder braucht man nur einen Brocken oder man braucht 5. Und das wäre das höchste der Gefühle. Und danach geht halt nur dieser magische Block. Aber wie es den Anschein hat, gibt es noch wesentlich höhere Stufen.
So, aber obwohl beide Platten gedrückt sind, geht die Tür nicht auf. Und wir sind Nucky Dice, also sollten jetzt nicht gleich kämpfen. Aber jetzt kriegen wir die, wie viel Kilo haben wir gebraucht, sind nicht zusammen. Hm? Wir könnten jetzt jeden Gegenstand einzeln darauf legen. Aber das wird nicht helfen. Nö. Alles wieder schön mit. Alles mit. Und hier, jetzt machen wir das Ganze mal auf der Seite, auch wenn ich nicht wirklich einen Unterschied daran sehe. Also ob wir die Platte jetzt festmachen mit Gegenständen und auf der einen stehen oder andersrum, dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Nö. Ist hier noch irgendwo ein Schalter oder so? Da sind Druckplatten, die sind immer nur für die Tür. Da sind Druckplatten, aber die werden für den Stein hier oben sein. Mein Gott. Genug rumgespielt. Das wird für später warten müssen. So, ich will jetzt aber nach oben. Also müssen wir links rum. Dum, 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 dum. So, und jetzt müssen wir da nicht. Wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal hoch. Und dann müssten wir wieder da sein, wo wir eben reingekommen sind. Hoffentlich. Aber erstmal speichern wir ab. Zack. Und sollten unsere Rüstung gleich wieder anziehen.